Yo Leute, herzlich willkommen in den Aufreger, ist hier der Olli für euch am Start und zwar heute mit einem kleinen spontanen Pack-Opening. Dachte ich mir, das wäre vielleicht interessant für euch, was ich denn heute aus dem Wild-Package rausziehe. Praktisch also 40 Päckchen zum Preis von 25 Euro, Olli beim Olli läuft, ihr wisst, das tut mir gar nicht weh. Von praktisch 10 Päckchen von Goblins vs. Gnomes, The Grand Tournament, Mean Streets of Gadgetzan und Whispers of the All Gods. Ich bin sehr gespannt, was bei mir so drin ist und ich würde mich natürlich auch über Kommentare freuen, wie es bei euch denn so gelaufen ist. Mal gucken, wie das Pack-Opening hier läuft, aber ich dachte mir, das ist eigentlich so von der Päckchenanzahl zum Preis sehr, sehr günstig. Auch wenn ich selbst kein Wild spiele, ich habe sehr, sehr viel gedustet während der letzten Erweiterung, weil ich einfach auf Krampf mir irgendwas zusammenbauen wollte, mir das gefehlt hat. Das wollte ich praktisch jetzt wieder einfach der Vollständigkeit halb wieder auffüllen und auch so meinen Dust-Pool ein wenig erweitern. Ich denke, und ich dachte so, ach komm, tut doch jetzt nicht groß weh, kann man mal investieren. Und fangen wir doch einfach mal an. Mit Mean Streets of Gadgetzan. Eine Höllenerweiterung war das, mein Gott, ey. Ich glaube, mit Mean Streets of Gadgetzan habe ich damals so ziemlich, den schlechtesten... Das schlechteste Pack-Opening überhaupt gehabt. Und tatsächlich war jetzt auch Rastakhan das zweitschlechteste. Also bei beiden Erweiterungen habe ich so viel Much bekommen. Und die paar Legendaries, die ich bekommen habe, mit denen konnte ich nichts anfangen. Und genau das gleiche Ergebnis war auch bei Mean Streets of Gadgetzan. Ich stand da und dachte mir, Alter, und jetzt? Haben wir einen Herbert Gabelhammer bekommen. Ist doch nicht schlecht. Bin gespannt, ob eine Goldene mal dabei ist. Ich habe letztens auch zum Beispiel Boomship bekommen. In Gold. Warum es gerade ein Legendary Zauber sein muss, weiß ich nicht. Aber naja, wir wollen uns nicht beschweren. Golden Legi ist Golden Legi. Und was halt auch ganz cool ist, wenn ihr euren Wild Pool praktisch noch behaltet. Es kommen ja vielleicht immer wieder mal so ein Brawl oder irgend so ein Wild. So ein Wild Arena Modus zum Beispiel. Oder wenn ihr die alten Adventures nachholen wollt für die Cardbacks, da sind halt Wildkarten immer ganz geil, muss man sagen. Auch wenn ihr selbst kein Wild spielt, es gibt Argumente, weswegen ihr die Karten behalten solltet. So, jetzt schauen wir mal, ob hier noch eine drin ist. Leider nein, Junge. Okay. Gucken wir bei Whispers of the Old Gods nach. Das war eine coole Erweiterung, habe ich sehr, sehr gefeiert. War ja auch so die erste, praktisch die erste Erweiterung, die so dieses Standardthema überhaupt eingeleitet hat. Wann war das? 2016? War schon sehr cool. Und auch die Karten habe ich sehr gefeiert. Yogg-Saron unnerved. Überhaupt der Oberkracher. Feral Rage. Oh mein Gott, das waren so tolle Karten. Ey, das sind Sachen, die ich vermisse, Freunde. Ohne Scheiß. Was haben wir? Ein Shifter Zerus. Ja, den habe ich irgendwann gedustet, weil das Quatsch ist. Ja, das haben wir halt wieder. Was soll's. Den Gabelhammer habe ich, glaube ich, nie gehabt. Oder? Von Mean Streets of Gadgetzan. Ich glaube, den habe ich auch nie gebraucht. Der war immer so eine Karte, die konntest du in einen Pirate Warrior einbauen. Zu gewissen Zeiten war es auch stark. Aber es war kein Muss. Das war der Punkt. Und nirgendwo anders hast du den eigentlich eingebaut. Gucken wir mal, ob wir noch was kriegen. Aber wir müssen jetzt jedes Mal aus jedem Thema praktisch eine Legendary rausbekommen. Wir gucken, ob es so konstant bleibt. Natürlich cool. Aber ich denke auch gerade, wenn ich jetzt diese Packages sehe und mir so die Erweiterung durch den Kopf gehen lasse, also auch wenn man manchmal bei Hearthstone noch schimpft und flucht, es hat sich wirklich gebessert. Also gerade Grand Tournament war zum Beispiel eine Erweiterung, die für mich der größte Flop war. War für mich der große Flop, aber deswegen, weil das hier Inspire sich einfach überhaupt nicht durchgesetzt hat. Es gab, glaube ich, ein, zwei Karten, bei denen es ganz lustig war. Das war der Murloc Knight und noch irgendeine. Aber Murloc Knight war schon fast zu stark. Also es hat sich einfach dieses Thema nicht durchgesetzt und es war einfach dann wieder im Gegensatz zu Goblins vs. Gnomes, was ja mit dem Power-Level komplett angezogen hat, war das halt schon wieder fast zu schlecht. Also da haben sie es, ich weiß nicht, auch das Thema fand ich jetzt nicht so toll, das war ja eigentlich nur ein Patch von Wrath of the Lich King, das Thema praktisch. Nicht ganz uninteressant, auch den Trailer fand ich mit am besten. Aber naja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was denn eure Lieblingserweiterung war und warum. Das würde mich echt mal interessieren. Ich wäre mir ganz sicher, dass sogar Rastakhan's Rumble mit einer meiner Liebsten werden könnte. Ich muss mal schauen. Also bis jetzt war meine Lieblingszeit eigentlich Unguru. Ich glaube, Unguru hat einen sauberen Start letztes Jahr ins neue Jahr reingebracht. Das Elemental-Thema, was ich da sehr gefeiert habe.
Auch die Dinosaurier, die ich sehr feiere. Also hat sehr viel mit reingemacht, was ich eben sehr gerne spiele und habe und sehe. Na, haben wir jetzt hier das erste Package, wo keine Legendary drin ist. Wäre schade. Nein, schade. Aber der Murloc Knight. Gibt's eben nur Dust. Tschung. Okay. Demon Heart. Oh Gott, ohne Scheiß. Also die Erweiterung. Klar, es war die dritte an der Zahl, Freunde. Damals gab es lange nicht so viele Karten wie heute. Auch lange nicht so viel Auswahl. Aber Goblins vs. Gnomes hat wirklich angezogen mit dem Power Level. Ey, dieser Shredder. Shredders. Auch diese Mech-Themen. Die allerersten. Da, Piloted Shredder. Jeder hat den drin gehabt. Der war so ein Staple auf der 4. Das war aber auch ein starkes Vieh. Sticky ohne Grenzen. King of Beasts. Habe ich nie gesehen, das Vieh. So, kriegen wir noch was? Mech Warper auch viel zu stark. Guck dir das mal an. Ey. Deine Mechs kosten permanent 1, solange der liegt. Das sind 2 Dreier für 2. Was? Wie krank ist das denn? Also, das hat einfach nach Tempo-Play geschrien, das Vieh. Epic. Echo of Medivh. Könnte man auch witzige Sachen mitmachen, tatsächlich. Upgraded Bot. Aber man sieht einfach diese ganzen Karten, die einfach nicht, die ich seit Jahren nicht gesehen habe. Und ich aber auch nicht so wirklich. Das sieht cool aus, muss man sagen. Der Goblin Blast Mage. Sehr, sehr cool. Aber ich kenne vor allem die ganzen Karten so gar nicht, weil ich damals noch auf Deutsch gespielt habe. Also die Kartennamen. Gucken wir mal, kriegen wir noch eine Legi raus? Nee, das Aufregerglück hat wieder zugeschlagen. Aus 40 Karten, aus verschiedenen Erweiterungen muss man fairerweise sagen, aber 2 Legends. Das ist wieder das Aufregerglück, meine lieben Freunde. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe ja sehr viel gedustet, deswegen sind es auch nur 2000 Dust. Okay. Trotzdem, damit kann man was anfangen. Wir haben wieder unseren Pool ein bisschen aufgefrischt und haben Shifter Zerus in den scheiß Grapplehammer bekommen. Vielen Dank dafür. Grüße gehen raus. Bis zum nächsten Mal. Over and out.